Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Heinisch-Hosek. Auf die Frauensprecherin der Volkspartei folgt nun die Frauensprecherin der SPÖ, Gabriele Heinisch-Hosek, frühere Frauen- und auch Bildungsministerin. Leider haben Bundeskanzler, der Vizekanzler und die Frau Staatssekretärin, die sich ja sehr in einer großen Gruppe mit dem Strafrecht beschäftigt, fast fluchtartig diesen Plenarsaal verlassen. Das tut mir persönlich leid. Ich weiß zwar, wie Sie alle und auch die Zuseherinnen und Zuseher, dass bei einer ersten Lesung, bei einer ersten Präsentation es nicht üblich ist oder nicht sein muss, dass Regierungsmitglieder hier auch anwesend sind, aber es wäre der fast 500.000 Österreicherinnen und Österreicher, aber auch die anderen Volksbegehren mit einer ganz hohen Anzahl an Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung schon geschuldet gewesen, dass sich die Regierungsmitglieder, ich rede jetzt gar nicht von der Frau Frauenministerin, die auch nicht da ist, dass sie sich angehört hätten, was wir heute hier zu sagen haben. Schade. Ich möchte natürlich auch die Menschlichkeit im Vordergrund haben und ich möchte mir menschliche Schicksale vor Augen führen, gemeinsam mit Ihnen. Denn im Einzelhandel zum Beispiel sind 70% Frauen beschäftigt. Und gerade die Situation der Handelsangestellten, wo auch sehr viele Frauen Teilzeit beschäftigt sind, mag für viele nicht bemerkt werden, wenn man einkaufen geht, wenn man Weihnachtsbesorgungen macht, ist aber für Frauen, vor allem für Frauen, die vielleicht nur eine Teilzeitbeschäftigung angeboten bekommen haben, die selbstverständlich auch vom 12-Stunden-Tag, denn der wirkt sich auch auf Teilzeitstunden aus, hier betroffen sind, dass hier die Kollektivvertragsverhandlungen noch nicht zu Ende sind. Ist auf der einen Seite eine Chance, auf der anderen Seite kann ich nur sagen, vollste Unterstützung für die Gewerkschaften, die hier sich sehr bemühen, die Situation der Handelsangestellten zu verbessern und über 3% Gehaltserhöhung zu erstreiten. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident begrüßt immer Gäste, ich finde das großartig. Ich begrüße jetzt an dieser Stelle Aktivistinnen und Aktivisten des Frauenvolksbegehrens sehr herzlich bei uns, dass Sie zuhören heute und vor allem auch ein riesiges Dankeschön an diese Aktivistinnen und Aktivisten, die uns auch motiviert haben, ich hoffe, einige von Ihnen auch motiviert haben, sich auseinanderzusetzen mit diesen neuen Forderungen, die schon in der Unterstützungswoche 250.000 Unterschriften bekommen haben und diese fast 500.000 Österreicherinnen und Österreicher, eines der größten Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligungsprojekte, die im Frauenbereich stattgefunden haben, einfach artikulieren, was ihre Anliegen sind. Und es geht nicht nur, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es sind gar nicht so viele jetzt hier von den Regierungsfraktionen, leider, haben auch viele Frauen den Saal verlassen. Leider. Es geht nicht nur darum, und der Bundeskanzler hat es angesprochen, unsere Weltbilder sind unterschiedlich, dass das Weltbild mancher ÖVP-Frauen hier einzig und allein in der Sorge bestehen, ob man Au-pair Personal steuerlich absetzen kann. Nein, das ist nicht mein Weltbild. Das ist vielleicht ein Teil, der in Ihren Reihen und in Ihren Schichten von Bedeutung ist, aber ich glaube, dass es genauso darum geht, sich den Alleinerziehenden zu widmen und zu schauen, wie die einen Monat lang über die Runden kommen, mit keinem hohen Gehalt und keiner Kinderbetreuung. Und es ist auch nicht unser Weltbild, um auch die FPÖ-Frauen hier hereinzuholen, dass es hier Politikerinnen gibt, die meinen, wenn eine Frau ins Frauenhaus flüchten muss, dass Frauenhäuser Ehen zerstören würden. Auch das ist nicht unser Weltbild, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie uns ganz kurz auch zurückblicken. Es war noch nie in der Geschichte der Frauenpolitik so, dass Mittel gekürzt wurden. Nein,
Das Budget war immer ein kleines und wir haben immer versucht, mit Querfinanzierungen alles aufrechtzuerhalten, was Frauen benötigen, wenn sie Hilfe brauchen, nämlich Hilfe anonym und gratis benötigen. Diese Frauenministerin, die wir jetzt haben, verschiebt Gelder von einem Topf in den anderen, die dort fehlen und im anderen Topf gerade einmal reichen, dass hier der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Und ich glaube, dass die Österreicherinnen und Österreicher, die dieses Frauenvolksbegehren 2.0 unterschrieben haben, damit rechnen können müssen, dass wir uns zumindest dreimal im ersten Halbjahr 2019 mit diesen neuen Forderungen auseinandersetzen. Nicht in einem einzigen Ausschuss, wie auch schon ein Vorschlag gelautet hat. Wir lassen nicht zu, dass man diese neuen Forderungen verräumt in irgendeiner Schublade. Wir wollen, und das sind wir den Unterschreibenden schuldig, diese neuen Forderungen so diskutieren, dass sie den Frauen ein Bild vermitteln, dass wir es ernst nehmen, dass wir in diesem Hohen Haus demokratisch mit diesen Forderungen umgehen und dass wir den guten Willen zeigen, hier auch Verbesserungen vorzunehmen für die, die es bitter nötig haben. Und wenn wir schon 100 Jahre Frauenwahlrecht begangen haben, das ganze nächste Jahr noch nützen können, um es zu begehen, wenn die Kollegin vor mir schon beschworen hat, wir Frauen, wir wollen und sollen doch zusammenhalten, dann ist das jetzt ein Aufruf für die 500.000 derer, die dieses Frauenvolksbegehren unterstützt haben, seien wir hier in diesem Hohen Haus doch so bereit, dass wir bis Mai, und wir haben 4 Monate Zeit, die Forderungen hier zu diskutieren und das ein oder andere in Umsetzung zu bringen, gerne auch, was noch im Regierungsprogramm steht, denn es ist noch nichts umgesetzt worden, was Frauenangelegenheiten betrifft. Wir haben noch keine einzige Verbesserung hier beschließen können, die den Frauen wirklich hilft. Denn wenn Sie auch den Familienbonus noch 100-mal erwähnen, die Männer kassieren ihn in der Regel und Frauen müssen sich darum streiten, ob sie die Hälfte bekommen. Das ist nicht automatisch. Sie müssen es genau lesen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht um unterschiedliche Einkommen. Sie als Unternehmerin werden hoffentlich gut bezahlen. Es geht um die Hälfte aller Plätze in politischen Funktionen, die Frauen brauchen. Wir haben es geschafft. Hier fehlt noch einiges. Es geht darum, dass Frauen Respekt erwarten dürfen und Wertschätzung erwarten können. Es geht um bezahlte und unbezahlte Arbeit, dass sie besser und gerechter verteilt wird. Und es geht um die Gesundheit von Frauen. Es geht darum, dass Frauen sich den Respekt verdient haben, über ihren eigenen Körper bestimmen zu können, wie sie wollen und nicht, wie ihnen irgendein Gesetz vorzuschreiben gedenkt. Ich glaube, dass das wichtige Bereiche sind, die wir in den nächsten 4 Monaten, und ich appelliere wirklich an alle Parteien hier in diesem Hohen Haus, im Gleichbehandlungsausschuss in 3 eigenen Sitzungen abhandeln, mit Expertinnen und Experten, mit den Aktivistinnen und Aktivisten des Frauenvolksbegehrens, mit Vereinen, mit Frauenorganisationen, denn die wissen wirklich, die sind tagtäglich mit den Frauen zusammen, die hier Hilfe benötigen, denn die wissen wirklich, was Frauen dringend brauchen.